Weihnachten ist eine Zeit des Nachdenkens. Deshalb gibt es zu dieser Zeit besonders viel zu tun bei der Vadelberger Telefonseelsorge. Sepp Gröfler ist der Leiter. Herr Gröfler, was sind denn die Gründe dafür, dass sich gerade jetzt besonders viele Leute bei Ihnen melden? Ich denke, in der Vorweihnachtszeit ist die Atmosphäre so aufgeputscht und die heile Welt wird gesucht, dass die Verletzlichkeit der Seele noch größer ist wie in anderen Jahreszeiten vielleicht. Wobei können denn Ihre Mitarbeiter helfen? Das Wichtigste ist, glaube ich, zuhören und da sein und mit den Leuten reden. Oft löst sich das Problem schon, weil man es ausgesprochen hat und einen nächsten Schritt einmal andenken kann. Und das erleichtert schon ziemlich. Und dann fühlen sich die Leute wieder gestärkt, um in den Tag zu starten. Wie sieht der Trend aus? Werden es im Jahresschnitt eher mehr oder weniger Anrufer bei der Telefonseelsorge? Der Dezember ist tendenziell eher ein stärkerer Monat. Aber es ist schwer vorauszusagen, wie stark. Manchmal ist er mehr, manchmal weniger. Aber heuer sieht es aus, ob mehr Anrufe im Dezember sind wie die letzten Jahre. Im Jahresschnitt sind wir so 3000 Anrufe über dem Durchschnitt, aber wir haben schon stärkere Jahre gehabt. Also wir pendeln uns auf einem hohen Niveau ein.